Yo, liebe Vlog-Family! Ja, neues Video heute wieder. Heute das letzte Video von mir. Und wir sind jetzt am Ende angelangt und ich mache jetzt heute einen kleinen Rückblick mit euch, wie das Semester war, was ich gelernt habe, was ich euch mitgeben möchte, wenn ihr Erstis seid. Und ich wollte mich auf jeden Fall schon mal direkt bedanken bei euch, dass ihr jetzt das ganze Semester über aktiv geblieben seid, meine Videos abgecheckt habt, Instagram abgecheckt habt und generell einfach dabei wart. Starten möchte ich mit einem kleinen Rückblick auf den Anfang des Semesters und auf diese Euphorie, die ich da ja auch hatte. Ich muss auf jeden Fall sagen, man kommt wirklich schnell rein ins Studieren. Man hat auf jeden Fall diese Motivation vom Anfang, aber die legt sich auch nach einer Zeit. Kommen wir jetzt zum Semester selbst. Ja, ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben zum Semester selbst, die mir aufgefallen sind, wie die waren für mich. Punkt 1 auf der Liste, ja, man braucht sehr viel Zeit für das Studieren. Also wir hatten jetzt unter der Woche 40 Stunden Präsenzzeit. Das heißt, wir mussten wirklich sehr viel, sehr lange an der Hochschule anwesend sein und das Ganze, obwohl wir einen ganzen Tag lang in der Woche gar keine Vorlesungen, Übungen oder sonst was hatten. Wenn man dann natürlich noch die ganzen Hobbys, Fitness, Haushalt muss man natürlich auch machen und so weiter, wenn man das alles noch mit einbezieht, hatte man auf jeden Fall eine relativ intensive Stundenwoche. Punkt 2, der mir aufgefallen ist, ja, es gibt eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit im Studium. Also man hat Fächer, die wirklich eher entspannter sind, bisschen langsamer, aber man hat ja auch Fächer, die wirklich, wirklich schnell waren, wo jede Vorlesung ganz viel neuer Stoff war, nie ein Recap oder so. Zum Beispiel in BWL hatten wir jetzt immer ein Recap, haben wir nochmal durchgegangen, was wir in der Stunde davor gemacht haben. Jetzt in Mathe war die Geschwindigkeit wirklich, wirklich hoch. Man hat die ganze Zeit neuer Stoff, neuer Stoff, neuer Stoff. Keine Übung, nichts eigentlich in der Vorlesung und das war natürlich schon eine sehr hohe Geschwindigkeit. Was ich noch zum Semester selbst sagen möchte, ist, dass es wirklich, also mir ging es zumindest so, wirklich sehr, sehr schnell vorbeigeht. Also das Semester ist wie im Flug vergangen, auf einmal war die Prüfungsphase. Jetzt sind wir hier am Schreibtisch, wo ich mich viel vorbereitet habe für meine Prüfungen. Und genau um das soll es jetzt gehen, das hat ja das Semester abgeschlossen, die Prüfungen. Ich muss sagen, die Prüfungsphase ist auf jeden Fall eine sehr heftige Zeit. Man hat sehr viel Druck, dass man einfach viel lernt. Man braucht sehr viel Disziplin, sich wirklich jeden Tag hinzusetzen, zu lernen, ohne dass es irgendjemand gibt, der wirklich danach schaut, dass man es auch wirklich macht. Und ich muss auch sagen, man macht sich selbst irgendwie relativ viel Stress irgendwie geistig, dass man eine gute Leistung bringen will, dass sich das Lernen ja auch auszahlen soll und so weiter. Aber ich muss auch sagen, wenn man die Prüfung dann geschafft hat, ist wirklich sehr, sehr befreiend. Also mir ist da ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Wir sind immer noch am Schreibtisch und jetzt gibt es noch zu einem Punkt. Und zwar, ich habe für mich das erste Semester hier mit Mindmaps und verschiedenen anderen Methoden relativ intensiv reflektiert. Und ich habe 3 wichtige Learnings draus gezogen, die ich euch einfach mitgeben möchte, dass ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst wie ich und dass ihr vielleicht schon so einen kleinen Kickstart ins erste Semester habt und euch Fehler ein bisschen sparen könnt. Kommen wir jetzt also zu den 3 Learnings, die ich euch mitgeben möchte. Punkt 1 ist, sucht euch auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig aus, welche Vorlesungen ihr besucht. Ich habe es für mich erst ganz am Ende gemerkt, dass ich in manchen Vorlesungen schon da war, aber also physisch, aber mental nichts mitgenommen habe und alles nochmal selber mir beibringen musste. Einfach dadurch, dass ich mit der Art des Unterrichts und der Vorlesung nicht klargekommen bin. Und da habe ich einfach rückwirkend viel Zeit verschwendet in Vorlesungen, die mir wenig bis nichts gebracht haben. Learning 2, das ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass ihr früh anfangt zu lernen. Ich persönlich habe relativ spät angefangen mit Lernen und musste wirklich den ganzen Stoff dann nochmal durchgehen. Und ich hatte recht wenig Zeit für recht viel Stoff dann, um den wirklich auch in meinen Kopf reinzukriegen. Und deswegen mein persönliches Ziel ist es auf jeden Fall, früher anzufangen mit dem Lernen. Und genau, das würde ich euch auf jeden Fall auch allen empfehlen. Lieber ein bisschen früher anfangen und zu früh fertig sein mit dem Lernen und dann nur noch wiederholen, als jetzt, wie ich es persönlich hatte, dann ein bisschen zu spät dran zu sein und ein bisschen viel Druck da noch mitzuerleben. Also Punkt 2, früh lernen. Learning 3, das finale Learning ist, beschäftigt euch mit Lernen. Wie lernt ihr? Welcher Lerntyp seid ihr? Lernt ihr lieber mit Musik? Lernt ihr lieber tags oder nachts? Also beschäftigt euch mit euch selbst und wie ihr wirklich am effektivsten, produktivsten lernt, sodass ihr wenig Zeit einsetzen müsst, um viel Stoff zu lernen. Ich persönlich habe zumindest für mich die Erfahrung gemacht, dass ich mit der Pomodoro-Technik ganz gut lernen kann oder auch generell so in Zeitblöcken gern arbeite. Ich habe leider erst relativ spät festgestellt, dass ich gut mit Karteikarten lernen kann
und habe dann in recht wenig Zeit massiv Karteikarten erstellen müssen. Und das Ganze hat natürlich sehr viel Energie gekostet und war auch relativ stressig. Deswegen, wenn ihr das vielleicht wisst, könnt ihr unter dem Semester schon Karteikarten anfertigen. Falls ihr nähere Infos haben wollt, wie ihr gut lernt, Lernstrategien und so weiter, checkt auf jeden Fall meinen Vlog Lernen als Ersti ab. Da ist auch viel Mehrwert drin für euch, wenn ihr euch ein bisschen weiterbilden wollt zum Thema Lernen. Ja, liebe Vlog-Family, jetzt sind wir am Ende angekommen. Das ist mein letztes Video jetzt. Ich wollte mich nochmal von ganzem Herzen bei euch bedanken, dass ihr jetzt das ganze Semester mit mir zusammen erlebt habt. Ich hoffe natürlich, ihr konntet euch viel mitnehmen, dass ihr jetzt einen guten Einblick habt, wie das erste Semester ist an der HTWG. Und ja, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer bis dahin, euer Dani.